Grüß miteinander und herzlich willkommen zurück zu Castle in the Darkness. Muss ich jetzt gerade mal wieder hier zurechtfinden. Oh ja, das war diese fiese Stelle, wo ich darüber rennen musste. Hier war der Boss mit den Fäusten, genau, den habe ich das letzte Mal gemacht. Und da ist eine dicke Kiste für mich. Sehr gut. Warum kann ich das nicht ansammeln? Oh, ein Amulett. Oh, wie geil! Mein Gott, endlich! Da habe ich so lange drauf gewartet. Jetzt werde ich nämlich mal, sobald ich die... Ich gehe nochmal speichern. Sobald ich die nächste Statue finde, werde ich mich nämlich mal zurück teleportieren und gucken, zum einen, ob ich den Vater jetzt mal finde von dieser einen Tussi, die ich da ja gerettet habe im Wald. Und zum anderen gab es ja noch ein Haus, wo ich drin war. Dieses Ruth... Irgendwie Ruth House oder so hieß das Ding. Da waren die Gegner relativ, also ich bin ja nur einmal, glaube ich, reingegangen, aber die Gegner kamen mir relativ heftig vor. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Und ich habe gesehen beim Bearbeiten, dass ich direkt vor der Wand stand, die man kaputt hauen konnte. Ich habe das nicht gemacht. Oh, guck mal, da ist ein Warpstone. Hallo, was gibt's hier noch? Was ist das? Oh, das musste ich jetzt noch gucken. Da war ich. Ah, guck mal, der ist wieder. Der Froschkönig. Ist das der Endboss vielleicht? Nee, obwohl. Oh, was ist das? Hero Clothes. Oh, yeah. Kann das sein, dass das der König ist vielleicht? Ist der König weg? Ich weiß es nicht. Krass. Angriff plus 5, Jump plus 1. Oh, Jump plus 1. Sowas gibt's auch. Okay, die Grand Hall. Okay, also ich gehe jetzt erstmal zurück, bevor ich in das neue Gebiet gehe. So, kann ich mir jetzt aussuchen, wo ich hingelange, oder? Ah, cool. Dann habe ich die Hälfte vom Spiel schon gesehen, oder was heißt das jetzt? Okay, Castle Entrance. Okay, da steht nicht, wo ich... Na, ich gehe hier ganz zum Anfang zurück. So. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich hier noch irgendwas machen kann, was ich vorher nicht konnte. Aber ich habe ja eigentlich nicht groß irgendwie irgendwas an Items erhalten. Ich habe aber... Oh. Diese verkackten Stacheln. Oh nee. Okay. Schnell einmal durch. Ich habe nochmal was gesehen in einem anderen Video von jemandem. Dass man beim allerersten Boss da irgendwie an das Fenster schlagen kann. Dann kommt irgendwie so ein alter Typ da ans Fenster und schmeißt Geld raus. Warum auch immer. Das werde ich auf jeden Fall jetzt mal machen. So. Kann man hier irgendwo speichern? Wahrscheinlich nicht. Schnell, schnell, schnell. So, hier war immer noch diese Frage, was dieser Schalter gemacht hat, den ich hier irgendwann mal vor Jahren aktiviert habe. Der auch immer noch aktiv ist. Keine Ahnung. Was war hier nochmal? Ah, er hat mir den Schlüssel gegeben, genau. Was für ein Clock Tower eigentlich? Der hat ja diesen Turm gebaut. Ah, sehr gut. Ich möchte auch mal irgendwie, glaube ich... Ich lege mal wieder mein Schwert an. Das Mirror's Edge. Das gefällt mir irgendwie besser. Ich mag den Boomerang nicht mehr. Wo war das denn hier, ey? Oh, shit. Ah, ne, der Vater... Stimmt, der Vater war ja auf der anderen Seite. Versuche ich aber... Ah, ich speichere mal. Da versuche ich aber trotzdem nochmal ganz zum Anfang zurückzugelangen. Wenn ich das überhaupt schaffe. Ist da noch was? Nee. Boah. Oder weißt du was? Kommt drauf geschissen. Scheiß auf das bisschen Geld. Das war bestimmt eh nicht viel. Am Anfang kriegt man noch nicht so viel. Schon zu 30 Punkte oder so. Aber, eben. Den Vater, den brauche ich. Der ist halt am Ende von diesem Stadtgebiet. Sollte man aber eigentlich jetzt relativ schnell hinkommen. Krass, ich verliere auch wenig Energie, merke ich gerade.
vor den ganzen Mobsen hier. Arschloch. Oh, der Dagold. Mann! Ja, die Stacheln. Da haben sich auch, glaube ich, ich habe so mal ein bisschen im Internet geguckt. Die meisten haben sich wirklich darüber aufgeregt und haben gesagt, dass das so das Schwerste an dem Spiel ist, diese Stacheln. Dass halt viele Leute da ein bisschen frustriert sind, dass sie da immer sterben und so, aber naja. Klar, ist schon ein bisschen nervig, aber so schlimm ist jetzt auch nicht. Vielleicht wird es ja noch schlimmer, ich weiß es nicht, aber bislang, finde ich, ist das Spiel noch relativ human. Ich hätte es mir echt ein bisschen schwerer vorgestellt. Vor allem was die Bosskämpfe angeht. Die sind halt so ein bisschen, ja, das ist halt ein bisschen tricky. Also wenn ich an diese komische Krabbe da denke, dann in ihrem Häuschen, wo man dann nur das Auge treffen durfte oder musste. Das war halt ein bisschen mühsam da, weil der scheiß Bumerang da drumherum geflogen ist. So, jetzt bin ich fast in der Nähe, würde ich mal sagen. Dann mache ich da oben lang. Was war hier nochmal? Achso, da war ich schon drin. Hier ist aber noch dieses Haus. Kann ich da auch noch reinkommen? Ah genau, jetzt bin ich richtig. So. Da vorne rechts ist er. Ah, guck, jetzt die Tür nämlich auf. Sehr gut. Die war vorher zu. I want an adventure someday. Okay, thank you for the place. Oh yeah. Chest. Was gibt's? Well, give it. Was ist das? Spike Cleats. He won't slip on ice. Okay. Cool. Das ist bestimmt für später relativ nützlich. Eis. Aber wie muss ich das nicht extra anlegen? Kann ich mal gucken, ob es das irgendwie. Oh nein, das ist bestimmt ein Relikt. Sehr gut. Cool. Was sind eigentlich Items? Was habe ich denn da? Ah, Chicken in the Who put this here? Maximum HP plus 2. Wo ist denn der Clock Tower? Hier habe ich den übersehen, glaube ich. Aber wenn ich das benutze. Achso, kann ich gar nicht benutzen. Das ist wahrscheinlich. Okay. Dann habe ich das wahrscheinlich einfach so. Dann sind die HP wahrscheinlich sonst 16 und jetzt 18. Durch dieses Chicken Dinner. Dann. Wo gehe ich denn als nächstes hin? Hier komme ich jetzt langsam nach draußen, glaube ich. Boah, krass. Ein Schlag und tot. Pace ich hier nochmal schnell durch. Ah genau, hier gab es einen Feuerball. Fiese Stacheln von oben. Jetzt kommt der Wald wieder. Aber einen Wald hatte ich, glaube ich, soweit alles eigentlich. Ich will jetzt eigentlich nur gerade noch schnell durchrennen. Arschloch. Töten muss ich hier nichts weiter eigentlich. Da hätte ich das ja doch. Wäre ich noch ein bisschen weiter. Ich bin ja hier mal einmal zurückgelaufen, weil ich diesen Typen gesucht habe, wo seine Tochter hier jetzt befreit hatte. Hätte ich noch zwei, drei Bildschirme weiterlaufen müssen, dann hätte ich ihn gefunden. So, ich gehe weiter nach rechts. Ich muss eigentlich nur in die Höhle. Ich sterbe schon gleich nochmal. Nein! Oh, diese verdammten Stacheln! Ah, okay, komm, machen wir schnell. Das eine Geheimnis will ich noch. Das will ich noch wissen. Das ist auch relativ am Anfang, glaube ich, von der Höhle. Und
dann werde ich mich Richtung Castle bewegen. Ah ja, genau, scheiße, wo war das Haus? Verdammt. Ruth House. War das nicht auch im Wald? Ich glaube, das war im Wald. Der Wald ist so groß und so verwinkelt. Oder war das zum Ende erst? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie finde ich das? Wilde Stacheln. Gott sei Dank was zum Speichern. Sehr gut. So, hier war der Froschprinz, der erste. Da war die komische Tür. Ach, ich glaube, das Haus kommt gleich. Aber hier habe ich, das ist diese Cabin, da habe ich keinen Schlüssel für. Hier ist noch der Save-Punkt. Dann bin ich schon beim Boss und dann ist es zu Ende. Okay, dann mache ich jetzt erstmal das in der Höhle. Und dann gucke ich nochmal nach, wo das mit dem Haus war. Aber das ist definitiv schon woanders gewesen. Da kam das nach der Höhle. Ne, nach der Höhle kann auch nicht sein. Ach man. Man merkt schon, das Spiel ist doch relativ groß. Es gibt halt hier, das meine ich, da vorne. Da stand ich daneben, habe mir die Krabbe angeguckt und hier kann man weiter. Oder war ich hier schon? Oh ne, habe ich das nicht... Habe ich das nicht mal per Zufall entdeckt? Ne, da war ich noch nicht. Boah. Oh, hier ist Eis. Kann es sein, dass ich hier rutschen würde normalerweise? Haha, sehr gut. Okay, Feuerzauber. Gut, dass ich die Schuhe vorher geholt habe. Das war natürlich jetzt richtig geil. Oh, fuck. Die habe ich gar nicht gesehen. So. Oh. Was war das denn? Mensch. Ich will gerne wissen, wie man hier... Wie man sich hier bewegt, wenn man die Schuhe nicht hat. Hä? Hat der gerade auf dem Feuer gehabt, oder was? Kann ja nicht sein. Boah, das... ja, das stelle ich mir schon ein bisschen... Aua, aua, aua. Das stelle ich mir schon ein bisschen schwerer vor, ohne Schuhe. Selbst mit ist es nicht leicht. So. Oh, Drecksstachel. Nein. Komm. Sehr gut. Erst die Tür. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal zurück. Ich möchte gerne noch wissen, was da unten ist. Okay, da ist nichts. Sehr gut. Immer sicher gehen. Was bist du denn für einer? Der Yeti! Wow. Wow. Okay. Komm, Yeti. Ui. Was war das denn jetzt? Moment, aber die Blöcke gehen doch nicht kaputt, wenn ich da drauf jumpe, oder? Also die kann ich auf jeden Fall nicht treffen. Mann. Doch, die Blöcke gehen kaputt, tatsächlich. Hey, ich stand doch eben da drauf, oder bin ich jetzt blöd? Okay. Ah doch, ich kann von hier treffen, sehr gut.
jump ich darüber. Sehr gut. Ganz an die Seite. Mann. Mann. Verdammt. Komm noch deinen Atem. Sehr gut. Boah, drei sind fies. Ich muss warten, bis er seinen Eisatem gemacht hat. Dann nach vorne rennen. Boah, da war gut. Nein, warte. Und tschüss. Ah, der war jetzt easy. Und die Stacheln sind nicht easy. Mann, ey. Ah, okay, das geht auch. Sehr gut. Dann kann ich hier warten. Nämlich einmal treffen, dann zurück und dann gleich nochmal. Sehr gut. Jetzt war wesentlich schneller. Jetzt nämlich schon down, der Sack. Hey, mit den Talern. Ah, oh, ich habe das Herz eingesammelt schon. 2000 Münzen, krass. Kriegt auf jeden Fall irgendwie mehr. Oh, erst speichern, wie immer. Man kriegt auf jeden Fall mehr Geld jetzt, habe ich das Gefühl. Krass. Und nochmal ein Stachel, das ist wichtig. Stormschild. Equip. Sehr gut. Was bringt denn das? So. Was gibt es denn, das Stormschild? Ah, das ist ein Zauber. The Projector Shield made of ice and snow. Okay. Cool. Aber dann habe ich keinen Range-Angriff mehr. Hm. Na, ich behalte das erstmal. Okay. Damit ich hier rauskomme, brauche ich aber nochmal Feuer. Aber das ist bestimmt ganz nützlich für später. So, Feuerball. Ah, das hat sich auf jeden Fall schon mal belohnt, dass ich hier nochmal zurückgegangen bin. Dann müsste ich jetzt eigentlich nur noch das Haus finden. Boah, oh je. Dammit! Was habe ich jetzt? Ah, immer noch das Falsche. Nein. Speichern. Ich überlege die ganze Zeit, wo das war. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das aussah. Das war auf jeden Fall irgendwo. Hm. Ich glaube danach, nach dem Haus wird direkt das Gebiet gewechselt. Ich renne mal durch die Höhle durch weiter, also wenn ich hier in der richtigen Höhle bin. In diesem Eistempel hier. Da oben geht es bestimmt auch noch weiter. Ja, da ist nichts mehr. So. Hier auf alten Pfaden hier unterwegs. Es gab auch. Ah ja, genau, unten war noch der Weg. Mit dem Wasser, aber da komme ich immer noch nicht lang, weil ich immer noch nicht höher springen kann. So, jetzt nicht mehr weit. Dreckskrabbe. Genau, da war ich letztes Mal drin. Das habe ich nur noch per Zufall gefunden.
Bin gespannt, was es noch so für Waffen gibt. Bis jetzt gab es ja nur Schwert und Bumerang. Also das dritte Schwert ist das ja jetzt schon, was ich habe. So, da war die Prinzessin das erste Mal. Dieser blöde Krabbenboss. Da oben liegt auch noch ein Geldsäckchen, das brauche ich auch noch. Das ist auch noch Homo, ey. Genau, jetzt bin ich draußen. Ah, Castle Grounds? Ne, das ist nur der Typ hier mit der... Der Tussi, der mir die Rüstung verkauft hat, genau. Die beiden. Hier gab es das Buch des Todes. Da ist der Tod selbst. So, und dann fängt das Schloss schon an, oder? Ah! Aber hier ist auch nicht das... Haus ge... Oh, krass. Was ein Lacker, ey. Hier war dieser komische Dungeon. Den hatte ich... Habe ich den Dungeon fertig gemacht? Ah ja, klar, da gab es das Mirror's Edge, glaube ich. So, und dann bin ich im Schloss selbst drin. Da bin ich eigentlich jetzt wieder da, wo ich vorher war. Hä? Geil, man kann auf die draufjumpen. Ich das vorher gewusst hätte. Sehr lustig gemacht. Die Goombas. Achso, warte mal. Kann ich den Schalter nicht mit dem Boomerang betätigen? Habe ich das überhaupt ausprobiert? Ich glaube, das habe ich gar nicht getestet. Wo war denn der nächste Speicherpunkt? Hier doch irgendwo, oder? Eigentlich weiter? Ah ja, hier war es Chicken Dinner, ne? Genau. Winner, Winner, Chicken Dinner. Was war da noch? Hier ging es irgendwie nicht weiter, das weiß ich noch. Da hatte ich mir noch geärgert, dass ich das gemacht habe. Jetzt kommt der Zauberer wieder her. Hau ab. Das komische Bild. Ah ja. Nein. Oh. Diese geile Sprungpassage, ey. So, da ist jetzt der Save Point. Krass, hier kann ich mich schon gar nicht dran erinnern. Ah, hier war das Dunkle. Und da konnte ich auch nicht rüber jumpen. So, und damit wäre ich wieder da, wo ich gestartet bin. Okay. Scheiße, wo war denn dieses Haus von dieser Ruth? Das würde ich jetzt gerne machen, eigentlich. Also ich war in der Stadt, ich bin durch den Wald gerannt wie so ein Verrückter. Ich schätze mal, es war im Wald. Ich schaue das mal schnell nach. So, ich habe es tatsächlich gefunden. Rein in die Bude. Und dann gucke ich mal, ob ich hier jetzt ein bisschen besser klarkomme. Ich meine, ich habe es letztes Mal nicht wirklich versucht. Ich bin einmal kurz reingegangen, hier dieser Verrückte, der hier rumpaced wie so ein Bekloppter. Und ich glaube, hier vorne bin ich direkt gestorben an diesem Skelett. Boah, die hauen aber immer noch gut rein. Man sieht, ich habe auch absolut keine Energie mehr gerade. Das ist fies. Okay. So. Ich bin auch immer noch nicht sicher, ob das hier... Boah. Der kann in zwei Richtungen schießen. Ah, das ist so ein... Mann, das verfolgt mich, oder was? Hau ab. Hui. Ja, und noch ein Stachel. Geil. Was ist das? Hm.
Da wird es wohl irgendwo einen Hinweis geben dafür. Ich gehe erstmal dann nach rechts weiter in dem Fall. Ich meine, ich bin gleich tot wahrscheinlich. Nein. Ah, zu spät. 101. Ich habe eben noch ein Achievement bekommen. Level 2 Untot. Ich finde es geil, dass man hier Achievements bekommt fürs Sterben. Das ist schon mal lustig. Und die E3-Demo habe ich freigeschaltet. Ah, guck mal, ich hatte da oben das Ding aufgemacht mit dem Schalter bestimmt. Was mir aber auch nicht viel bringt, weil ich da nicht hochkomme. Vielleicht wird hier der Bumerang mal wieder angebracht. Oh, scheiße. Die sind echt ein bisschen heftig, die Kollegen. So, geht auf jeden Fall wieder uff. So, den umgehe ich mal ganz... Ah. Energy Splash. So, bestimmt so... Oh, krass. Ah, das meinte... Der eine hat mir letztens erzählt, der hat so ein... Oh, yeah. Alter. 20.000 Dreamstone. Okay, aber gut zu wissen, dass es hier was gibt. Das war jetzt Zufall. Ja, man sieht ja, die Steine sind ein bisschen anders. Krass, da muss man erstmal drauf kommen. Der eine Kollege, mit dem ich immer Evolve spiele, der hat mir das erzählt. Dass er hier so einen Streuschuss hat. Krass, da war nochmal gar kein Damage an den Viechern. Ah, der ist eigentlich ganz cool, aber... Wenn er den mal trifft. So, nur hier rauskommen wieder. Ob ich das schaffe? Warte, ich könnte aber das Skelett vielleicht. Mal fall doch mal runter jetzt. Sehr gut. Jetzt kommt der Verrückte wieder. Oh, geil. Warte mal, ich muss den gerade safe machen, ey, wirklich. Der rutscht zwar ein Stück nach hinten, aber es müsste eigentlich gehen, oder? Sehr gut. Ich will das Ding behalten. Achso, dann war das hier gar nicht mehr so lang. Schade. Gut, da oben geht es jetzt definitiv noch weiter. Aber da komme ich nicht hin. Okay, dann habe ich soweit alles erledigt. Dann gehe ich mal wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und da würde ich sagen, dann mache ich das nächste Mal an der Stelle weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.